Grüß Gott. Guter Mann, ich bin nämlich ein Freigeist. Guter Mann, ich will Sie bloß das eine sagen. Sehen Sie meine Hand an. Hier. Sehen Sie hier. Sehen Sie, da bin ich dreimal operiert geworden. Dreimal. Hier. Sehen Sie hier. Und das eine Mal am Beine. Ich will Sie es gar nicht erst zeigen. Ich bin Metallarbeiter und da habe ich Blutvergiftung gehabt. Aber das hat ja hier damit gar nichts zu tun. Ich bin eben ein Freigeist, verstanden? Und jetzt gehe ich auf meine Platte. Im Walde. In Rosendal. Da schlaf ich jetzt schon 4 Wochen und noch länger schlaf ich da. Da gehe ich jetzt hin, verstanden? In einer Stunde bin ich dort, jawohl. Aber heute gehe ich nicht hin, heute gehe ich ans Hahnemann-Denkmal, verstanden? Guter Mann, Sie sind 38 oder 39. Wissen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie das? Ich bin 56, also bald noch einmal so alt wie Sie. Aber ich bin verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe 2 Töchter. Hübsche Kinder, haben gute Partien gemacht, alle beide. Es hat hier damit gar nichts zu tun. Ich bin eben ein Freigeist. Ja, seit 4 Wochen schlafe ich schon auf meiner Platte. Aber ich bin ehrlich. Guter Mann, sehen Sie das bitte ein. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Wenn Sie zu mir sagen, Paul. Ich heiße nämlich Paul Ball. Ich bin bekannt in der ganzen Stadt, dass ich kein Spielverderber bin. Mich kennt ein jedes Kind. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Meine Ehrlichkeit ist, ich will mal sagen, weltbekannt. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Wenn Sie zu mir sagen, Paul, geh mal um die Ecke in den Laden und hier hast du 2 Mark und hol mir mal für das Geld 2 Zigaretten. Das mache ich. Und das Geld, das brauchen Sie gar nicht nachzuzählen, das stimmt auf Heller und Pfennig. Also in der Beziehung, da lasse ich mir ja nun nicht zu Schulden kommen lassen, verstanden? Aber wissen Sie, guter Mann, wenn's gar nicht anders geht, wenn's drauf ankommt, wenn es sein muss, da ist mir das alles ganz egal, verstanden? Da wird ihm geklaut, verstanden? Da bin ich nicht so, da frage ich nicht danach. Und wenn die mich ins Gittchen sperren, jawohl. Guter Mann, ich will Sie bloß das eine sagen. Auf mich ist Verlass. Dafür bin ich bekannt in der ganzen Stadt. Ich bin der ehrlichste Mensch von der Welt. Wissen Sie, ich bin eine Seele von einem Menschen. Nein, nein, Sie können mir es glauben. Ich will Sie es beweisen. Komm mal her. Ich will Sie es beweisen. Auf der Stelle. Spaßeshalber. Geben Sie mir 1 Mark. Geben Sie mir jetzt 1 Mark und sagen Sie zu mir, Paul. Paul, geh mal um die Ecke in den und den Laden und hier hast du 1 Mark und hol mir mal für das Geld 2 Zigaretten. Das mache ich. Sie denken, ich komme nicht wieder. Keine Ahnung. Ich komme wieder. Verstanden. Weil ich ein Freigeist bin. Da können Sie sich heilig drauf verlassen. So bin ich. Ich bin ein Freigeist. Wissen Sie, was das ist? Ein Freigeist. Guter Mann, ich will Sie was sagen. Ich bin ein Freigeist
weil ich mir keine Vorschriften nicht machen lasse. Verstanden? Das wird doch gelacht. Ich mache ihm, was ich will. Verstanden? Über die Jahre sind wir nun glücklich raus. Das wird gelacht. Ja. Und jetzt gehe ich ans Denkmal und haue mich hin bis um 4. Ja. Was ich sagen wollte, guter Mann, könnten Sie mir vielleicht zufällig mal 50 Pfennige borgen? Ich gebe Sie das Geld wieder bei Gelegenheit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Leben Sie wohl, guter Mann. Auf Wiedersehen.